Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen mal nicht zu einem Let's Play, sondern zu etwas anderen, zu Let's Open. Ich habe mir von Geek Fuel eine Mystery Box gegönnt. Die sieht so aus. Was ist eigentlich so eine Mystery Box? Ganz einfach. Ihr kennt ja alle Kinderüberraschung, Überraschungseier, ja, das ist ungefähr so eine Box, nur ohne Chocolate. Und da ist Stuff drinne, wie der Name schon sagt, von Geek Fuel, das heißt, da ist Geeky Stuff drinne. Kurze Info zur Box, die Box kostet, also wir sagen mal so, es gibt verschiedene Pläne. Man kann einen Monatsplan machen, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate. Und da gibt's halt verschiedene Features. Da ich das mal ausprobieren wollte, habe ich mir natürlich den Monatsplan genommen. Der kostet $29,90 und beinhaltet natürlich eine Box. Das heißt, wenn man diesen Plan auswählt, kann man jeden Monat $29,90 zahlen. Das sind ungefähr 27,50 Euro. Und dann kriegt ihr jeden Monat so eine Box. Ganz einfach, so eine Mystery Box. Und da ist irgendwas Cooles drinne. Den Plan kann man jederzeit pausieren oder beenden. Man kann mit PayPal zahlen oder wie auch immer. Ich dachte mir, Alter, ich brauche geeky Stuff. Ich stehe auf sowas. Ich will es mal ausprobieren und 27 Euro ist jetzt nicht die Welt. Den 3-Monats-Plan, 6-Monats-Plan und 12-Monats-Plan, ich glaube, kann man dann erst natürlich kündigen, wenn die 3 Monate abgelaufen sind. Das sieht so aus, dass wenn ihr euch zum Beispiel 6 Monate holt, bekommt ihr, ich glaube, noch ein paar extra Items und die Box ist natürlich an sich günstiger. Nur ihr müsst halt den Gesamtpreis von 6 Boxen auf einmal bezahlen. Das heißt, ihr zahlt dann nicht pro Box, sagen wir 27 Euro, sondern, ich weiß jetzt den Preis nicht, sagen wir 24 Euro, aber ihr müsst das mal 6 rechnen, heißt alles zusammen sind dann 150 Euro oder irgendwie sowas, 160, wie auch immer. Und ich glaube, nach den 6 Monaten kann man dieses Paket dann kündigen, aber man kriegt halt 6 Boxen. Heißt, wenn ihr euch jetzt 6 Monate macht, das heißt, ihr kriegt Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Bis Juli kriegt ihr Boxen. Ja, es ist auf jeden Fall ein T-Shirt immer dabei, was sehr geil ist. Halt ein Exklusiv-T-Shirt, was es so nicht zu kaufen gibt. Ich glaube, in der letzten Box habe ich gesehen, gab es ein geiles Deadpool-T-Shirt. Vielleicht gibt es das auch in der Box noch, weiß ich nicht. Es gibt Spiele, also für Steam wahrscheinlich Indie-Games oder so. Jede Box hat einen Mindestwert von $50, das garantiert die Seite. Natürlich ist nicht unbedingt jeder Stuff useful, aber man kann ja mal, vielleicht hat man ja Glück und man findet irgendwie, keine Ahnung, es gibt Collectibles, irgendwelche Figuren, Comics, weiß der Geier. Aber lange Rede, kurzer Sinn. War das richtig? Angerede? Ja, das habe ich sogar richtig gesagt. Wow, voll gut. Ich glaube, wir steigen mal ein. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera etwas tiefer... Aber dann sieht man mich nicht mehr, glaube ich. Wir müssen das mal ausprobieren. Ja, so. Dann sieht man nur mein Unterleib. So, zack, zack. Okay. Dann müsst ihr mich sehen. Nee, ihr müsst mich nicht sehen. Der Fokus liegt auf der Box. Machen wir das hier mal weg. Legen wir mal hier hin. Hier ist die Box. Geek Fuel. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung, wenn ihr auch mal Bock habt zu gucken. Vielleicht könnt ihr euch ja auch so ein Ding bestellen. Also es ist wie so eine Schuhbox. Tada! Hat schon ein bisschen was mitgenommen, die Box auch. Keine Ahnung, ich glaube, die kommt aus Illinois oder so. Die wird verschifft. Ach ja, wie lange das dauert, bis die kommt? Am Anfang war es so, ich habe Mitte Februar bestellt. Wir haben jetzt den 29.02. Und ja, das sind halt gute 2 Wochen. Aber es liegt auch daran, dass ich relativ spät bestellt habe. Ich glaube, die Märzbox wird jetzt etwas früher kommen. Oder wir unwrappen das hier.
Oh, ist das Alufolie da hinten? Oh, da ist Alufolie, die haben mir was zu essen mitgegeben. Nein, egal. Es gibt so ein Deke Fuel Magazine hier. Hier machen wir das mal hier hin. Warte, schieben wir das hier mal ein bisschen weg. Genau! So ein Deke Fuel Magazine anscheinend. Von denen ist so, da ist halt Stuff drin, da steht halt bestimmt, ist halt viel Werbung bestimmt und so. Oder irgendwelche Cosplay-Features. Weiß der Geil. So, guck mal, hier sind sogar YouTuber. Die Box vorstellen. Geil. Ja, irgendwelche Games-Werbung, irgendwelche Chameleon-Konsolen. Kein Plan. Okay, nettes Büchlein. Was ist das? Ah, das ist ein Geek-Fuel-Magnet. Den kann man sich an den Kühlschrank kleben oder an die Stirn. Ist jedem selbst überlassen. Okay, nice. Kann man mein. Hier haben wir ein Burrito, ein Wrap haben die mir zu essen mitgegeben anscheinend. What the fuck is this? Ich will das nicht kaputt machen. Elliot Quest. Ach ja, das hier ist ein, das ist schon mal ein Indie-Game anscheinend. Für $10 steht hier oben. Wie auch immer. Und da sind noch ein paar Sachen dran. Da hat man so ein Deadpool-Pin. Kann man sich an den Rucksack hängen. Oder an die Stirn. Jeder wie er mag. Oder weiß nicht, an seine Brust. Und dann kann er sagen, hey, Deadpool Corporation. Dann haben wir, was ist das hier für ein Scheiß? Kann das noch aufbauen? Sugar Free ist. Was? Kann man das essen? Okay. Hier ist anscheinend irgendwie so ein, wie man das so kennt aus den früheren Zeiten. Da kann man die Kugeln so reinzwiebeln, aber anscheinend kann man das Zeug auch essen. Da müssen, also unten sind anscheinend noch Bonbons drin, ne? Weil da steht Sugar Free, wollen wir das aufmachen. Da kommen wir mal das mal auf. Ah, Teppichmesser. Ah. Ah. Okay. Sehr schön, ich mach das gleich auf und dann fliegt hier alles raus. Okay. Also es gibt auch Stuff, die verpflegen dich auch mit Essen anscheinend hier. Falls du kein Geld für Essen. Ah, shit. Da sind schon ein paar rausgefallen. Oh shit. Oh, ich bin gut. Schmecken wie. Wie halten die Dinger, wo die diese Köpfe drauf haben und dann klickt man die so zip-zap oder sowas, ne? Oder so, keine Ahnung. Intens. Okay, die fallen jetzt mal da raus. Egal, wir legen die erstmal zur Seite. Wir sammeln die gleich auf. Holy shit. Oh, die sind gut. Okay. Das Teppichmesser gehört nicht dazu. Was ist das, Alter? Ist das ein Schal? Ist das ein Harry Potter Schal oder ist das eine Mütze? Gibt es zwar kein T-Shirt in der Box, gibt es nur eine Mütze. Das würde mich jetzt aber traurig machen. Wenn es jetzt kein T-Shirt da ist. Ich glaube, ah doch, ich glaube, das Deadpool-Ding ist das T-Shirt. Der Burrito. Alter, ihr kriegt sogar eine Mütze von. Also ihr werdet sogar Shiny Winter Cap. Okay. Ich glaube, die ist ein bisschen zu klein für meinen Ballonkopf, aber wir probieren das mal aus. Warte, ich ziehe ihn mal an. Oh, meine Haare. Okay. Also ich glaube, im Großen und Ganzen würde sie warm halten. Also sie ist jetzt nicht übel dick, aber so für kalten Frühling, kalten Herbst ist alles cool. Und bevor wir das auspacken, glaube ich, das ist das T-Shirt. Check, oh, hier sind die ganzen Bonbons. Da haben wir hier noch so ein Retro-Videogame. Das ist auch so eine Zeitschrift mit einem ziemlich geilen Cover, finde ich. Von Princess Leia, die fett zockt. Und
Ja, schön. Da wird anscheinend Werbung für. Nee, das ist gar keine Werbung, das ist so eine Infozeitschrift für Computerspiele jeglicher Art. Star Wars, Atari. Und scheint extra so eine Star Wars Edition. Ja, ziemlich viel Star Wars hier. Wenn es interessiert, der kann da mal lesen im Zug oder so, wenn er irgendwo hinfährt. Not bad, not bad. Oh, Nintendo. Bye. Holy shit, aber das ist nicht nur Star Wars, da ist auch viel anderes drin, ne? Holy fuck. Ja, jetzt kommen wir zum. Hier ist nochmal so eine. Ah, ich glaube, das ist das T-Shirt. Also, wer den Film gesehen hat, der weiß, um was es geht, glaube ich. Wir packen das jetzt aus dem Burrito. Hat sogar so ein Deadpool-Herz drauf. Epic. Tatsache ist ein T-Shirt. Das T-Shirt, man kann natürlich auf der Seite auch auswählen, welche Größe man haben will. Ich habe jetzt M genommen, das amerikanische M. Weil ich nicht, ich glaube, es ist ein bisschen klein. Oder? Nee, es wird voll passen, Alter. Das ist voll perfekt. I love Chimichangas. Oh ja, ich soll das hier mal in die Kamera halten. I love Chimichangas. Die Leute, die Deadpool gesehen haben, die wissen, um was es geht. Ja, cool. Es gab ein exklusives Deadpool-T-Shirt, das ihr nicht habt. Und eine übel fette Mütze. Und die wird auch echt warm. Und Verpflegung. Und T-Shirts und Pins und alles. Muss ich mal kurz absetzen. Ah. Okay. Ist da noch was drin? Nein, gar nicht mehr. Wir können die Box closen. Und man hat so eine schöne Box, da kann man jeglichen Shit reinmachen. Halt, wenn man, keine Ahnung, halt Müll hat oder so und den später wegwerfen will, kann man den in die Box machen. Und die sieht cool aus, oder man sammelt die Boxen und freut sich. Ja, an sich ist es nicht die übelste Box, aber für 25 Euro, why not? Ich hab ein Spiel bekommen, ich habe eine Mütze, ich habe ein T-Shirt, ich habe Snacks, ich habe einen Pin und alles. Ich habe zwei Zeitschriften, die ich mir gönnen kann. Aber die Snacks machen süchtig. Ich habe ein Spiel. Das habe ich schon gesagt, ne? Für Let's Play ich das ja. Mal gucken. Den Magnet finde ich cool. Und ja, ich werde auf jeden Fall. Ich werde die Merzbox. Die werde ich mir auch noch gönnen. Keine Ahnung, ich finde das irgendwie cool, das Zeug. Ich feiere das. In der Merzbox gucken wir dann, was es da gibt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.